Guten Tag. Guten Tag. Das ist Jens. Das ist Tobias. Und das ist Luzi. Ja. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Film. Guten Abend. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, hat sich dort unten vor vielen Jahren so zugetragen, wie ihr sie gleich von mir hört. Wir überfliegen gerade Euland, um genauer zu sein, den Dorfkanton Hundeschnäuzchen, ein Nachbarkanton von Eselsohr. Den Namen hat dieser Kanton bekommen, weil er von hier oben wie eine riesige Hundeschnauze aussieht. Dort drüben, den Bauernhof und das Gutshaus, könnt ihr sie sehen? Da beginnt unsere Geschichte. Damals wie heute waren um das Gutshaus grüne und vereinzelt auch gelbe Felder. Gelb wegen dem Raps, der dort wuchs. Und ein Feld sah sogar rot aus, wegen dem Klatschmohn. Hinter dem Gutshaus auf dem Hof stand ein Hühnerstall. Gut geschützt durch einen hohen Drahtzaun, der den Hühnerstall und eine grüne Wiese, auf dem der Stall stand, einzäunte. So konnte keines der Hühner weglaufen. Und wegfliegen sowieso nicht, da Hühner ja sowieso nur etwas flattern und nicht fliegen können. Doch selbst wenn sie gekonnt hätten, hätten sie nicht gewollt. Auf den Hof waren sie sicher. Vor Wind, Wetter und Feinden bekamen regelmäßig frisches Futter und Wasser und hatten genügend Auslauf. Es ging ihnen also gut. Es war alles sehr harmonisch. Und jeden Morgen um Punkt 6 Uhr weckte der Hahn alle mit einem lauten Kikeriki. Die Jahre vergingen und das Wetter spielte verrückt. Die Sommer wurden immer trockener und heißer. Und man meinte schon fast, den Raps und den Klatschmohn vor lauter Durst weinen hören zu können. Doch wer lebte eigentlich sonst noch so auf dem Hof? Nun, zum einen der Hofherr, Herr Philipp Knoll, der immer dicker wurde, weil er viel zu viel Hähnchen aß. Und durch seinen Geiz und seine Habsucht nicht gerade beliebt war. Und dann noch seine Haushälterin und Köchin, Frau Helga Helgersson. Sie kümmerte sich auch um die Hühner. Auch sie mochte den Hofherrn nicht wirklich, doch schwieg sie und tat, was sie von ihm aufgetragen bekam, da sie schließlich gut für ihre Dienste bezahlt wurde, damit sie rund um die Uhr für Herr Knoll da sein konnte. Arbeitete sie nicht nur auf dem Hof, sondern lebte auch praktischerweise direkt dort. Herr Knoll brauchte nur einmal nach ihr rufen, schon kam sie angelaufen. In der kleinen Kammer, in der sie lebte, stand sogar ein Kaktus auf der Fensterbank, den sie hegte und pflegte und manchmal sogar mit ihm auch redete und ihre Geheimnisse und Sorgen anvertraute. Es nervte Frau Helgersen besonders,
dass Herr Knoll so oft Grillhähnchen essen wollte. Oft sagte ihr Herr Knoll sogar, welches der vielen Hühner genau er auf seinen Teller wollte. Der Hofherr und die Köchin kannten sich schon jahrzehntelang, da Frau Helgersen schon auf dem Hof lebte und arbeitete, als der Vater vom Gutsherr noch hier lebte. Deswegen duzen sie sich einander auch. Bestimmt will er heute wieder Brathühnchen. Nur wird es heute das, was heute Morgen angeblich so frech gegackert hat, oder das, was ein zu kleines Ei gelegt hat. Helga, angetreten, aber zzz ziemlich zügig. Ah, da ruft er ja schon, wenn dieser Stinkstiefel nur nicht so gut zahlen würde. Da bin ich. Was kann ich für dich tun? Helga, ich hätte gerne mal wieder ein lecker knuspriges Hähnchen. Schon wieder? Du hattest doch erst gestern eines, Philipp. Na und? Ist doch auch lecker. Und wehe, du kritisierst mich noch einmal, dann heißt es bei mir aus die Maus oder raus aus dem Haus. Bitte verzeih mir. Schon besser. Ich werde sofort zum Stall gehen. Willst du heute wieder ein bestimmtes Hühnchen essen? Nee, überrasch mich. Aber mach schnell, ich hab Hunger. Na also, geht doch. Frau Helgersen kam in letzter Zeit oft zum Stall, um ein Hühnchen zu holen. Das jeweilige Hühnchen kam dann logischerweise auch nie wieder. Doch darüber machten sich die anderen Hühner keine großartigen Gedanken und nahmen es einfach so hin. Das heutige Hühnchen habe ich mit Knoblauch gebraten. Vielleicht kriegt er dann wieder ordentlich Blähung. Verdient hätte es, Herr Knoll. Hahaha. So, jetzt ist es fertig. Mal gucken, was der alte Sklaventreiber zum Hühnchen sagt. Ah, da bist du ja. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? Ich hoffe, es schmeckt auch genauso gut, wie es riecht. Das hoffe ich auch. Na dann wünsche ich dir einen guten Appetit, Philipp. Du darfst jetzt gehen, Helga. Und glaube nicht, dass du was vom Essen abkriegst. Ich esse ja quasi alles von diesem riesigen Vogel auf. So, schnell auf den Tisch gestellt. Und dann geht's los mit dem Spachteln. Wie der duftet. So ein großes Hähnchen und das nur für mich alleine. Ja, normal, ne? In der Nacht geschah aber noch etwas ganz Besonderes. Vier Küken sollten in dieser Nacht aus ihren Eiern schlüpfen. Doch der blaue Vollmond schien in jener Nacht nur auf eines der Eier. Ein besonders magisches Naturschauspiel, welches, wenn überhaupt, nur alle 400 Jahre einmal auftritt. Dieses Ei wurde immer größer und größer, nachdem auch magischer Mondstaub das Ei leicht berührt hatte. Das Küken pickte von innen Stück für Stück die Schale auf und kam heraus. Es war ein Junge. Seine Geschwister und seine Eltern merkten schnell, dass dieses Küken etwas Besonderes war. Doch wie besonders er war, hätte zu diesem Moment niemand im Hühnerstall gedacht. Ungeachtet von dessen Größe entwickelte sich sein Gehirn auch sehr schnell. Nur eines fehlte ihm, einen Namen. Sowas gab es in diesem Stall unter den Hühnern eigentlich nicht. Es galt als unwichtig. Dennoch
wollte er einen Namen haben. Außerdem faszinierte ihn die menschliche Sprache. So viele Wörter, die weitaus mehr als Hunger, Durst, Futter und Schlaf bedeuteten. Worte, die man mit keinem Gegacker der Welt hätte vergleichen können. So oft es ging, lief unser Küken aus dem Stall und hörte oft stundenlang am Küchenfenster den Radio von Frau Helgerson zu. Oder lauschte den Unterhaltungen des Briefträgers und Frau Helgerson. Aber trotz der Begeisterung war er abends immer pünktlich zurück bei seiner Familie. Je älter und größer er wurde, umso mehr verstand er auch. Und als aus ihm nach 2 Jahren ein junger, stolzer Gockel geworden war, gelang es ihm sogar eines schönen Tages zu sprechen. Morgen? Der Gockel erschrak. Hatte er gerade tatsächlich gesprochen? Ja, hatte er. Doch war es gut oder schlecht? Keins der anderen Hühner im Stall hatte er je sprechen hören. Also war er der einzige sprechende Gockel. Seine Familie würde ihn nicht verstehen. Und mit Menschen zu reden, traute er sich noch nicht. Schnell erkannte er, dass dies seine besondere Gabe war. Doch diese wollte er vorsichtshalber noch geheim halten und lieber sprechen, wenn ihn keiner hören konnte. Diesmal hatte er Glück und keiner hatte ihn gehört. Aber wie lange würde es noch gut gehen? Außerdem hatte er noch eine andere Sorge. Wie groß war die Gefahr, dass sich die anderen Hühner von ihm abwenden würden, wenn sie erfahren würden, welche Besonderheit in ihm steckte? Er wollte schon immer die menschliche Sprache sprechen können. Doch würde er dafür mit Einsamkeit durch die anderen Hühner rechnen müssen? In seinen Gedanken spuckten sie auf ihn und wollten sich nur noch von ihm fernhalten, weil er anders war als sie. Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Eine erschöpfte, ältere Stimme war aus der Nähe des angrenzenden Waldes zu hören, die immer näher kam. Diese Stimme gehörte einer Hexe, Hexe Griselda. Sie war eine gute Hexe und mit ihren 111 Jahren noch sehr jung. Ich hätte doch an der letzten Waldkreuzung links und nicht rechts lang laufen sollen. Selbst meine Oma, die angeblich schon über 2000 Jahre alt ist, wäre das nicht passiert. Aber sie hätte die letzten 15 Kilometer auch bestimmt nicht laufen müssen, weil das Flugbesen-Elixier leer wurde. Meine Füße schmerzen allmählich und ich habe Durst. Na, vielleicht wohnen hier ja nette Menschen, die mir helfen könnten. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Nanu, wer brüllt denn da? Also so jedet nicht. Wir haben schließlich noch Mittagsruhe. Na warte, dreckliges Gesindel da. Von 13 bis 15 Uhr hat hier Ruhe zu herrschen. Verdammt ich nochmal. Außerdem ist hier Betteln und Hausieren verboten. Das steht so ja so in der Hofordnung. Grüß Gott, mein Herr. Ich bin sehr weit gelaufen und wollte fragen, ob Sie vielleicht kurz ein Glas Wasser für mich hätten, wenn es in Ordnung wäre. Ich kann gern nochmal schauen, ob ich noch was in meinem Nachttopf für dich habe, du hässliches Weib, du dreckliges. Aber mehr bekommst du nicht von mir. Und jetzt mach, dass du Land hier winnst, sonst ruf ich den Schutzmann.
Oder noch schlimmer, Helga! Ich bin ja schon da. Bei dem Krach habe ich mir schon gedacht, dass es Ärger gibt. Meine Dame, Sie haben dem Hofherrn gehört. Verlassen Sie bitte auf der Stelle diesen Hof und kommen Sie nie wieder. Vielleicht haben Sie ja woanders Glück, aber nicht bei uns. Also so unfreundlich hat man mich ja noch nie behandelt. Und sowas nennt sich Mensch. Sie zwei sind eine Schande für Ihre Rasse. Na schön, ich werde gehen. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die nächste Ernte schlecht ausfällt. Ich bin nämlich sehr mächtig. Mächtig erschöpft vom langen Weg. Typisch Hexenvolk. Na, wenigstens ist das jetzt geklärt und ich kann wieder zurück in die Küche gehen. Ich habe dort nämlich noch viel zu tun. Wahrscheinlich will Philipp heute wieder Hühnchen essen und ich habe noch nicht mal das Geschirr von gestern geschafft zu spülen. Wenn ich es mir recht überlege, ist es doch schade, dass ich die Hexe wegschicken musste. Sie hätte ja vielleicht noch das nächste Grillhühnchen vor den Augen von Philipp auf dem Teller tanzen und wegflattern lassen können. Ich bin zwar noch nicht wirklich vom Hof runter, aber meine Füße schmerzen so sehr vom langen Marsch. Und hier am Hühnerstall wird man mich sicher eh nicht vermuten. Da kann ich bestimmt hier ein paar Minuten verweilen und mich ausruhen. Zu blöd, dass das ganze Flugbesen-Elixier aufgebraucht ist. Sonst hätte ich es wenigstens noch bis nach Otterstein geschafft. Dort gibt es nämlich einen kleinen Hexenladen, in dem ich neues Flugbesen-Elixier bekommen könnte. Sogar echte Flugbesen werden dort verkauft. Aber leider nur diese neumodischen, wie der neue RX-900A oder der RB-100 Turbo. Die haben so eine komplizierte Gebrauchsanleitung. Damit könnte man ganze Bücher füllen. Nee, das ist nichts für mich. Ich bleibe da lieber bei meinem alten Flugbesen vom Modell Hex 98, den ich Krücke getauft habe. Das hängt damit zusammen, dass das obere Ende meines Besens eine kleine Krümmung aufweist und mich somit stets an eine Krücke erinnert. Hey, wer ist da? Komm heraus und zeig dich. Ich kenne keine Angst. Ich hab dich gehört. Jetzt zeig dich mir endlich und sage mir, wer oder was du bist. Das würdest du mir eh nicht glauben, wenn ich es dir nur erzählen würde. Ich kann es ja selber kaum glauben, dass es so etwas wie mich gibt. Aber es tut trotzdem gut, mit jemandem reden zu können. Zum allerersten Mal. Zeig dich doch endlich. Bitte. Oder kannst du dich mir nicht zeigen, weil du irgendwo gefangen bist? War das der Gutsherr? Er ist so ein böser Mensch. Nein, gefangen bin ich nicht. Zumindest glaube ich das. Das Leben außerhalb des Hofes kenne ich nämlich nicht. Du bist nicht gefangen, hast aber dennoch den Hof hier nie verlassen? Das musst du mir erklären. Jetzt zeige dich doch bitte. Ich möchte gerne wissen, mit welchen angenehmen Zeitgenossen ich mich gerade unterhalte. Nun, ich werde gut verpflegt und habe alles, was ich brauche. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Griselda. Und deiner? Mein Name? Ich habe leider keinen Namen. Aber ich hätte gerne einen. Also hast du doch nicht alles, was du brauchst. Es müsste ein Name sein, der zu mir passt. Aber da ich dir nicht verraten kann, was ich bin, wird es eh kaum möglich sein, mir einen passenden Namen zu geben. Warum kannst du mir nicht sagen, was du bist? Ich habe Angst. Außerdem würdest du mir sowieso nicht glauben. Du brauchst keine Angst zu haben und ich werde dir ganz bestimmt glauben. Ich als Hexe habe schon so viel gesehen, dass mich so schnell nichts mehr überraschen kann. Also komm aus deinem Versteck. Nun gut. Aber bitte schließe zuerst deine Augen und öffne sie erst, wenn ich es dir sage, ja? Abgemacht. Ich halte mir die Hände vor meinen Augen und lass mich überraschen. So, jetzt kannst du wieder gucken. Ich werd verrückt. Du bist ein sprechender Gockel. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Wirklich?
Hast du auch schon mal ein Pilzmännlein gesehen? Nein. Aha, also hast du doch noch nicht alles gesehen. Aber ich auch nicht. Du bist ein schöner, großer, stolzer Gockel. Vielen Dank für das Kompliment. Aber am meisten freut es mich, dass du so ruhig sitzen geblieben bist. Warum hätte ich auch weglaufen sollen? Nur weil du sprechen kannst? Das ist doch nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich finde es sehr schön und äußerst abwechslungsreich, mal mit einem Gockel sprechen zu können. Du sagtest, der Hofherr sei böse. Wie kommst du darauf? Ich wohne sehr weit weg von hier im Wald und hatte mich verlaufen. Ich habe sehr lange bis hierhin gebraucht und war froh, als ich wieder aus dem Wald herausgefunden hatte. Ich hatte gehofft, vielleicht bei deinem Besitzer etwas zu trinken oder zu essen zu bekommen. Doch das Einzige, was ich bekam, waren Beleidigungen und ein Hofverweis. Oh, das tut mir leid. Ich muss ehrlich sein, bis jetzt habe ich den Hofherrn noch nie gesehen. Nur die Köchin Helga, die sich um die anderen Hühner und mich kümmert. Vor 2 Jahren, kurz vor meiner Geburt, war das wohl noch anders. Da hat sich auch mal der Hofherr persönlich um die Hühner gekümmert. Warum er es jetzt nicht mehr macht, weiß ich nicht. Aber irgendwo muss er ein guter Mensch sein. Er sorgt dafür, dass einige der Hühner ein komplett neues Zuhause bekommen. Das sagt zumindest immer die Köchin, wenn sie einen von uns abholt. In letzter Zeit sogar fast täglich. Aber denen geht es bestimmt allen gut, glaube ich. Dass ein Gockel sprechen kann, geschieht höchstens alle 400 Jahre einmal, wenn ein blauer Vollmond im 11. Haus des Sternbildes Wassermann steht. Wie kommt es eigentlich, dass so ein seltener und staatlicher Gockel wie du eigentlich keinen Namen hat? Das geht nicht. Du bist schließlich etwas ganz Besonderes. Vielleicht Erik oder Leon. Nee, das passt nicht zu dir. Lass mich mal weiter überlegen. Jetzt hab ich's. Falada. Der Name ist schön und selten. Genauso wie du. Na, was hältst du von dem Namen? Falada klingt gut. Ja, so möchte ich gerne heißen. Aber irgendwie fühlt sich das mit dem Namen noch so fremd an. Aber daran werde ich mich bestimmt noch gewöhnen. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Besitzer und den anderen Hühnern. Bitte erschrick nicht, aber so ein guter Mensch ist der Hofherr nicht. Du bist so ein kluger Gockel. Hast du dich nie gefragt, was wirklich mit den ganzen abgeholten Hühnern passiert ist? Also die Köchin meinte nur oft, dass Hühner, die zu laut sind, es bald nicht mehr sein würden. Und von einem heißen Bad hat sie auch mal was erzählt. Der Hofherr lässt sogar den Klatschmohn und den Raps verdursten, sodass diese anfangen, kläglich zu weinen vor Durst. Ich hätte ihnen gern Wasser gegeben, aber ich hatte ja selbst nichts mehr. Griselda, was ist mit den anderen Hühnern tatsächlich passiert? Kannst du dir das nicht denken? Hey, Sie alte Hexe, machen Sie, dass Sie hier endlich verschwinden. Sie haben hier nichts zu suchen. Falada, ich muss weg. Pass auf dich und deine Gabe auf. Achte auf Zeichen, die wirst du finden und auch brauchen. Sei aufmerksam und spreche nicht auf dem Hof mit nichts und niemandem. Wenn Sie nicht sofort den Hof verlassen, rufe ich den Schutzmann und lasse Sie verhaften. Falada, lass dich nicht von ihr fangen und pass auf dich und deine Familie auf. Sei vorsichtig, eines Tages sehen wir uns wieder. Na, jetzt reicht's aber. Bevor der Schutzmann kommt, kann noch einige Zeit vergehen. Da würde ich diese Hexe lieber persönlich verhauen. Das ist eine Unverschämtheit, mich zu ignorieren und sich meinem Wort zu widersetzen. Hey, stehen bleiben! Na, warten Sie ab! Gleich habe ich sie eingeholt. Abracadabra, lauf, Strulle, lauf. Abracadabra, doch du wirst mich nicht finden. Abracadabra. Denn ich werd verschwinden. Abracadabra, da Nebel kommt auf. Hey, was soll denn das?
Woher kommt denn plötzlich dieser ekelhaft dicke Nebel? Wie soll man denn da die Hexe finden, um sie verhauen zu können? Das ist ja hier wie verhext. Bevor ich mich noch selbst im Nebel verlaufe und vom Weg abkomme, laufe ich lieber wieder zurück zum Hof. Was ist bloß mit den anderen Hühnern passiert? Und was wollte mir Hexe Griselda sagen? Wozu diese Andeutung? Da stimmt doch was nicht. So blöd, dass Helga gerade im falschen Moment auf Griselda aufmerksam wurde. Ich verstehe auch nicht, was Griselda Schlimmes getan haben soll, weswegen sie mit Schimpf und Schande vom Hof vertrieben wurde. Nur weil sie Durst und vielleicht etwas Hunger hatte? Manchmal verstehe ich die Menschen nicht. Oh, da kommt Helga wieder. Jetzt muss ich nicht wieder ruhig sein. So, wieder zu Hause. Jetzt muss ich aber wieder in die Küche. Philipp wird sicherlich gleich wieder Hunger haben. Zumindest auf einen Nachtisch. Was diese Hexe nur bloß drüben bei den Hühnern wollte. Komisch. Na egal. Dann werde ich jetzt mal reingehen und weiterarbeiten. Aber vorher mache ich in der Küche noch das Radio an. Dann wird es sicherlich einfacher mit der Arbeit sein. So ein schönes Lied, welches da im Radio läuft. Und schade, dass ich bei dem Klirren der Töpfe kaum was von dem Lied verstehe. Kann Helga nicht einmal für 3 Minuten ruhig sein, dann ist ja auch sicherlich das schöne Lied zu Ende. Ausgerechnet jetzt muss Helga in der Küche Krach machen. Und das, obwohl ich doch so toll bei Musik entspannen kann. Wenn sie das Radio lauter machen würde, wäre es auch gut. Aber das macht sie leider nicht. La 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 la. Nanu, höre ich da etwa jemanden singen? Irgendwo draußen auf dem Hof? Ich glaube, ich gehe mal draußen nachschauen. Hallo, ist da jemand? Mist, die war wohl zu laut. Jetzt muss ich erst einmal meinen Schnabel halten. Hallo, wer ist da? Nur der Gockel ist da. Aber sonst ist niemand zu sehen. Sehr merkwürdig. Na, zumindest war es anscheinend kein Vagabund. Dann habe ich es mir vielleicht eingebildet, was gehört zu haben. Na, dann gehe ich wieder rein. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. So langsam wird's auch echt dunkel. Da gehe ich jetzt vielleicht am besten schlafen. Am nächsten Tag machte Falada seinen Rundgang, wie er es mittlerweile jeden Morgen tat. Er war schon um 5.45 Uhr wach geworden und sah sich nebenbei den Sonnenaufgang an. Frau Helgersen kam zwar an ihm vorbei, beachtete ihn aber nicht großartig. An diesem Tag, es war Freitag und sie hatte frischen Fisch aus dem Teich für Herr Knolls Mittagessen. Das musste immer sehr früh gemacht werden, bevor die frechen Fischreiher wach wurden und versuchten, Frau Helgersen den Fisch zu klauen. So, der Fisch sieht gut aus. Dann will ich schon mal alles für später vorbereiten. Aber ich bin noch etwas müde. Da mache ich am besten erstmal etwas Musik an, um wach zu werden. Hallo? Was höre ich denn da? Das Lied kenne ich doch. Das ist doch so ein schönes Lied. Ob die Köchin etwas merkt, wenn ich hier draußen etwas tanze und leise mitsinge? Ach, bestimmt nicht. Moment mal, diese leise Stimme da draußen kenne ich doch. Dieselbe Stimme von gestern. Sie ist zwar leise, aber ich höre sie. Das ist die Chance für mich, jetzt herauszufinden, wer hier gestern auf dem Hof war. Das glaube ich jetzt nicht. Ein singender, tanzender Gockel. Oh je, jetzt ist es raus. Keine Sorge, lieber Gockel. Dir wird schon nichts passieren. Aber jetzt muss ich schnell wieder in die Küche, um zu arbeiten. Ja, in Ordnung. Danke, Helga. Komisch. Die Küche ist doch in der anderen Richtung. Da muss Helga aber sehr verwundert sein, wenn sie jetzt schon die Richtung vertauscht. Von wegen verwechselt. Helga lief sofort zu Philipp, um ihn davon zu berichten. Philipp, ich muss dir was erzählen. Sicher,
aber jetzt beruhig dich erstmal und erzähl, was passiert ist. Du bist ja ganz außer dir, dass ich annehmen muss, dir hätte jemand in deinem Alter noch einen Heiratsantrag gemacht. Außerdem hast du mal auf die Uhr geschaut. Wir haben gerade mal 6 Uhr in der Früh. Du kannst froh sein, dass ich seit einer halben Stunde schon wach bin, weil ich konnte nicht mehr schlafen, wa? Wir haben einen Singen, Tanzen, Gockel bei uns auf dem Hof. Natürlich, sicher, sicher. Und das Sandmännchen fährt mit dem Schlitten vom Osterhasen, welcher von diesem Gockel gezogen wird, oder was? Aber jetzt mal ehrlich, was gibt so wichtig zu berichten? Ich weiß, es hört sich seltsam an, aber so ist es wirklich. Der ungewöhnlich große Gockel hier auf dem Hof kann sprechen. Ich habe mich selbst davon überzeugen können und verrückt bin ich nicht. Du meinst es wirklich ernst, wa? Das ist ja sensationell. Dann wäre ich ja quasi der Erste, der einen sprechenden Gockel gegessen hätte. Ich will, dass du ihn mir für morgen zubereitest. Das wird ein Festessen. Aber fange ihn sofort und schlachte ihn danach. Wenn er weiterreden würde, könnten Fremde auf ihn aufmerksam werden und ihn vielleicht stehlen oder denken, wir hätten hier noch mehr sprechende Hühner. Dann würden die sicherlich auch hier einbrechen wollen. Juju, das muss alles nicht sein. Also spute dich. Und dat ZZ. Ja, ich weiß, ziemlich zügig. Ich werde machen, was du von mir verlangst, Philipp. Sehr gut. Und danach kannst du anfangen, den Fisch zu braten. Ich hab Hunger. Jawohl. So ein Mist, jetzt regnet das auch noch. Also bei diesem Sauwetter werde ich den Gockel bestimmt nicht einfangen. Dann mache ich das nachher, wenn der Regen aufgehört hat. Das müsste dann auch noch in Ordnung sein. Das Unwetter war Falladas Glück. Es regnete den restlichen Tag weiter. Und so verschob Helga die geplante Gockeljagd auf den nächsten Tag. Fallada, der sich während dem Gewitter im Hühnerstall bei den anderen Hühnern aufhielt, ahnte von allem nichts. Am nächsten Tag hatte der starke Regen aufgehört und Helga ging zum Hühnerstall. Na, das war gestern aber ein heftiges Unwetter. Selbst Hund und Katz hatten sich verkrochen. So, dann will ich mal diesen Wundergockel abholen. Hey, Gockel, wo bist du? Komm hervor. Los, komm schon, du Drecksvieh. Jetzt klingt Helga aber nicht mehr so nett. Soll ich jetzt etwa abgeholt werden? Ich will zwar wissen, wo die anderen Hühner hingekommen sind, doch so, wie Helga jetzt drauf ist, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Was soll ich bloß machen? Aha, jetzt hab ich dich. Komm her. Hilfe! Dir kann keiner mehr helfen, auch deine Familie nicht. Du kommst jetzt in den Topf. Erst lernst du, wie man in den Topf fliegt und dann lernst du, wie man im Topf schwimmt. In den Topf? Da will ich aber nicht rein. Ich will nicht sterben. Falladas Mutter hatte ihren Sohn gehört, kam kampfbereit aus dem Stall geflattert und ging auf Helga los. Doch mit einem kräftigen Tritt von Helga fiel Falladas Mutter schnell zu Boden. Sie war durch den Tritt und den Aufschlag so verwundet, dass sie leider nicht mehr weiterkämpfen konnte. War das wirklich schon das Ende von Falladas Leben? War jetzt etwa seine Geschichte schon vorbei? Da kam ihm noch einmal das Wort in den Kopf.
was Helga kurz zuvor gesagt hatte. Sie hatte was von Fliegen gesagt. War das etwa eines der Zeichen, die Griselda angesprochen hatte? Mit letzter Kraft pickte Falada Helga mit seinem Schnabel in die Hand. Ah, du blödes Federvieh! Das ist meine Chance. Nichts wie weg von hier. Hey, bleib gefälligst hier, so ein Mist. Und was mache ich jetzt? Philipps Mittagessen ist gerade in den Wald geflüchtet. Und wenn ich ihm einfach ein anderes Fleisch brate? Ist er schließlich ein besonderer Gockel. Der schmeckt dann auch besonders. Vielleicht merkt es Philipp ja nicht. Was merke ich nicht? Sag bloß, der sprechende Gockel ist dir durch die Lappen gegangen. Ich will diesen Gockel essen und das werde ich auch tun. Helga, wir machen uns jetzt auf Gockeljagd. So ein Mist. Ich kann nicht mehr. Werde ich verfolgt? Sieht erst nicht danach aus. Aber so ganz außer Gefahr scheine ich nicht zu sein. Absolut sicher kann ich jetzt noch nicht sein. Wo bin ich hier eigentlich genau? Hier in diesem Wald war ich ja noch nie. Generell war ich noch nie in einem Wald. Nanu, was kommt denn da für ein riesiges Tier auf mich zu? So ein Tier habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht gefährlich aus. Da verstecke ich mich lieber. Ein großer, kräftiger Braunbär trottete durch den Wald. Nichts ahnt an Falada vorbei. Er hätte Falada zwar mit einem einzigen Prankenhieb zu Boden schlagen können, wenn er ihn gesehen hätte, aber er hätte eh kein Interesse dran gehabt. Der Braunbär war viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwo im Wald einen Bienenstock mit Honig zu finden. Nachdem der Braunbär wieder weit genug entfernt war, kam Falada hinter seinem Versteck hervor. Super, es ist nichts passiert. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Hey, was ist das denn da drüben für ein Gebäude? Sowas kommt mir bekannt vor. Eine alte Scheune. So eine gab es auch auf dem Hof, von dem ich komme. Und etwas weiter in der Ferne sehe ich mehrere Häuser. Es muss wohl das Zentrum des Dorfkantons Hundeschnäuzchens sein, von dem ich mal gehört hatte. Ob hier jemand lebt? Wohl kaum. Vielleicht lebten hier mal Tiere. Aber so alt, wie die Scheune jetzt aussieht, ist das wohl mittlerweile verlassen. Und Menschenhäuser sehen ja eh anders aus. Na dann werde ich ja vielleicht Glück haben und hier für heute Nacht sicher sein. Scheint so, als ob ich hier der Einzige wäre. Wunderbar. Dann kann ich mich ja gleich ins Heu legen und morgen dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich hoffe nur, dass sich der Rest meiner Familie auf dem Hof gut um meine verletzte Mutter sorgen wird. Ich hätte ihr auch gerne geholfen, anstatt zu fliehen, aber ich weiß, dass sie das nicht gewollt hätte. Sie wollte immer nur, dass es mir gut geht. Hoffentlich werde ich sie und den Rest der Familie eines Tages wiedersehen. Aber jetzt werde ich mich erstmal hinlegen und versuchen, etwas zu schlafen. Nachdem Falada eingeschlafen war, trat ein erschöpfter Mann in die Scheune ein und sah sich ebenfalls erst einmal um. Ob schon jemand drin sei? Er war ein Vagabund, das heißt, er war obdachlos und zog von Ort zu Ort. Er besaß nicht viel, lediglich ein paar wenige Sachen,
die er in seinem Rucksack hatte und die Kleidung, die er am Leib trug. Doch auch wenn diese Sachen keinen großen Wert hervorbrachten, hütete der Mann seine Sachen wie einen kleinen Schatz. Wir sind die sieben Zwerge und kommen aus dem Berge. Hallo, jemand da? Scheint so, als sei hier niemand anderes. Sehr gut. Dann kann ich auch für heute hier bleiben. Gerne hätte ich es wenigstens noch bis zum Zentrum des Kantons geschafft. Aber ich bin so erschöpft. Die letzten Tage waren nicht mit vielen Pausen verbunden. Und bald würde ich fürchten, schon beim Laufen vor Erschöpfung einzuschlafen. Ich suche mir jetzt ein gemütliches Plätzchen aus. Nutze meinen Rucksack als Kissen und werde morgen erst einmal tüchtig ausschlafen. Gesagt, getan. Schnell war der Vagabund eingeschlafen. Falada hingegen schlief so fest und tief, dass er gar nicht mitbekam, dass jemand weiteres in die alte Scheune gekommen war. Beide schliefen bis zum anderen Morgen. Der nächste Tag brach an und Falada erwachte. Er wusste nicht, wie lang er geschlafen hatte, aber er fühlte sich sichtlich wohl und ausgeschlafen. Plötzlich vernahm er ein seltsames Geräusch. Ein Schnarchen? Woher kam es bloß? Verwundert und etwas ängstlich, aber auch neugierig, ging er diesem Geräusch nach, bis er den Vagabund von der Empore aus entdeckte. Vom Vagabund kam das Geräusch. Falada erschrak und stieß aus Versehen etwas Heu runter. Direkt ins Gesicht des Vagabunden, welcher sofort dadurch erwachte. Na nu, was ist denn jetzt los? Hatte ich jetzt Heu ins Gesicht bekommen oder hatte ich geträumt? Nein, das Heu liegt an mir. Moment, da müsste das Heu ja von oben heruntergeworfen worden sein. Ist dann etwa doch jemand hier? Dann gehe ich doch mal auf die Empore und schaue nach. Da bist du ja. Aber wer oder was bist du? Komm ruhig hinter deinem Versteck hervor. Ich habe dich längst gesehen. Keine Sorge, ich werde dir nichts tun. Vielleicht hast du ja Hunger. Ich habe nicht viel. Nur noch ein trockenes Stück Brot. Aber das gebe ich dir gerne. Der Vagabund streckte Falada das Stück Brot entgegen. Falada kam zwar aus seinem Versteck hervor, doch zitterte er noch vor Angst. Deshalb warf der Vagabund Falada das Brot in dessen Nähe. Oh, ein Gockel bist du. Bist wohl versehentlich an das Heu gekommen, welches mir ins Gesicht gefallen ist, was? Ein schöner, großer Gockel bist du. So einen majestätischen Gockel habe ich noch nie gesehen. Doch warum zitterst du so ängstlich? Was hast du bloß miterleben müssen, du armes Tier? Langsam und vorsichtig fing der Falada mit dem Picken am Brot an. Währenddessen war er am Überlegen. Der Fremde hatte ihm sein letztes Essen gegeben und schien nicht so, als hätte er Falada fangen wollen. Er wirkte Falada gegenüber sehr nett. Deshalb fing er an, Vertrauen zum Fremden aufzubauen und sogar an zu reden. Danke für das Brot, aber wollen wir uns das nicht lieber teilen? Ich will dir nicht alles wegfuttern. Wer? Wo? Was? Hast du? Also, du? Gockel, hast du gerade mit mir geredet? Du kannst doch nicht reden, oder? Sicherlich träume ich dann noch. Du träumst nicht?
Ja, ich kann tatsächlich reden. Warum ich das kann, weiß ich nicht. Aber vermutlich bin ich sogar der einzige sprechende Gockel. Alles klar, jetzt ist es amtlich. Ich bin verrückt geworden. Darf ich dich was fragen? Ja. Versteh mich nicht falsch, aber ich habe noch nie mit einem Tier gesprochen. Auch noch nie mit einem Gockel. Sonst gackern Gockel doch nur. Wie kann es sein, dass du reden kannst? Wie ein Mensch? So genau kann ich das nicht erklären. Eine gute Hexe sagte mir aber vor kurzem, dass es eine Gabe sei. Als sie mir mehr sagen wollte, wurde sie von der Köchin und dem Hofherrn meines ehemaligen Zuhauses verscheucht. Wie gemein! Aber warum sagtest du ehemaliges Zuhause? Und wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Falada und mein ehemaliges Zuhause habe ich hinter mir gelassen. Ich bin geflüchtet. Bei uns auf dem Hof hat man nur folgende Möglichkeiten. Den Hofherrn zufrieden zu machen, bewachen, Mäuse jagen, Eier legen, Milch geben oder als Mittagessen herhalten. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie schrecklich es dort eigentlich war. Aber dank der Hexe, die mir auch meinen Namen gab, wurden mir die Augen geöffnet. Du musst wissen, auf dem Hof haben Tiere keinen Namen. Das halten die Menschen dort für unnütz. Und dann fing Falada richtig an zu erzählen. Alles, was er dort erlebt hatte. Und natürlich auch seine Flucht. Nach dieser abenteuerlichen Geschichte sagte der Vagabund: Jetzt kann ich dich auch verstehen, warum du anfangs solche Angst vor mir hattest. Aber ich werde dir nichts tun, versprochen, Falada. Du bist echt in Ordnung für einen Menschen. Wo wohnst du eigentlich? Ist das hier dein Zuhause? Nein, Falada. Ich bin obdachlos. Obdachlos? Warum? Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte nie viel Geld, aber eine kleine Hütte, in der ich gern lebte. Eines Nachts schlug ein Blitz in mein Hüttendach ein und brannte meine Hütte nieder. Ich kam mit dem Schrecken davon. Aber war danach obdachlos, weil ich kein Geld für eine neue Hütte hatte. Das wenige Geld, was ich bekam, nutzte ich, um mir Lebensmittel kaufen zu können und Schnaps. Manchmal bin ich schon etwas traurig darüber, aber dann pfeife ich mir ein lustiges Lied und dann geht es mir schnell wieder besser. Du magst also Musik? Prima, ich auch. Wie heißt du eigentlich? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das noch gar nicht weiß. Stimmt, bitte verzeih. Da habe ich bei dem ganzen Erzählen doch tatsächlich vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Theodor. Alles klar, du hast aber auch einen schönen Namen. Du, aber langsam habe ich wieder Hunger. Wann werden wir denn gefüttert? Gefüttert? Falada. Hier in der großen, weiten Welt läuft das etwas anders als bei dir auf dem Hof. Hier kommt keiner, um uns zu füttern oder mit Essen zu versorgen. Hier musst du arbeiten, um Geld verdienen zu können. Von dem Geld kannst du dir dann etwas zu essen kaufen oder Schnaps. Arbeit? Was ist das, Theodor? Kann man das essen? Und wenn ja, schmeckt das? Süß oder eher sauer? Oder vielleicht doch bitter? Ach, Falada, du bringst mich zum Lachen. Nein, mein Freund, Arbeit bedeutet, dass du eine Aufgabe für jemanden erledigst. Und wenn du diese Aufgabe gut erledigt hast, wirst du dafür mit Geld belohnt. Und davon kannst du dir dann Brot, Käse, Wurst, Hirse, Getreide, Schnaps oder was anderes kaufen. Brot? Ja, das kenne ich gut. Der runde, warme, duftende Leib, den mein alter Hofherr jeden Sonntag ganz frisch bekam. Ich durfte nie Brot futtern. Für mich gab es immer nur Körner zu fressen. Männer. Das, was ich dir vorhin zum Fressen gab, war ja auch Brot. Nur leider nicht mehr so frisch und duftend. Aber ja, frisches Brot ist schon etwas Wunderbares und Schmackhaftes. Genau wie Schnaps. Aber nun lasst uns zum nächsten Kanton gehen und dort Geld verdienen. Ich gebe auch gut auf dich Acht, dass dir nichts passiert. Doch solltest du unterwegs lieber nicht reden, wenn wir auf Menschen treffen. Sprechende Gockeln würden von den meisten sicherlich gleich für Hexerei gehalten.
Da, wo man am meisten Geld verdienen könnte, wäre in Eulands Hauptkanton Otterstein. Also lass uns da hingehen. Folge mir einfach, ich kenne den Weg. Sie liefen und liefen. Nach etwa 2 Stunden hatten sie ihr Ziel erreicht. Willkommen in Otterstein, Falada. Wir sind endlich da? Prima! Mir schmerzen nämlich schon wieder meine Beine. Aber hier ist gar nichts los. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Ah, hörst du das? Musik! Dann wird hier in der Nähe wohl ein Leierkastenmann seinen Leierkasten spielen. Leierkasten? Was ist das denn? Eine Drehorgel. Und was ist eine Drehorgel? Komm mit, dann zeige ich es dir. Ich glaube, da drüben müssen wir hin. Ach, wie bald entschwindet. Noch nie hatte Falada zuvor so was Schönes gehört oder auch gesehen und war wie verzaubert. Zusammen mit Theodor lauschte er der schönen Musik. Nachdem das Lied vorbei war, gingen die Leute weiter. Kaum einer hatte den Leierkastenmann jedoch eine Münze gegeben. Darüber war dieser natürlich sehr traurig. Hatte er sich doch schließlich so viel Mühe gegeben. Grüß Gott! Ihre Musik war sehr schön. Wie laufen die Geschäfte? Vielen Dank. Nun ja, mehr schlecht als recht. Ein paar Groschen habe ich schon verdient. Aber viel ist es nicht gerade. Na, vielleicht könnte man sich ja für heute zusammentun und den Gewinn teilen. Mein Freund Falada ist nämlich was ganz Besonderes. Ein sprechender Elefant. Gockel. Du bist vielleicht ein Komiker. Den Leuten würde sowas sicherlich gefallen und sie würden denken, jemand von uns könnte Bauchreden. Sie würden es nicht für echt halten, lachen und vielleicht gutes Geld geben. Aber ich kann nicht Bauchreden. Und sprechende Gockel gibt es ja schließlich auch nicht. Grüß Gott! Da brat mir doch einer einen Storch! Pfui! Wie gemein von dir, der arme Storch. Was? Du findest das auch noch lustig? Dass ein Storch gebraten werden soll? Nein, Falada. Hier wird niemand einen Storch braten. Das ist nur so eine Redensart und bedeutet so viel wie, das ist ja unglaublich. Ach so, na dann bin ich ja beruhigt. Bitte verzeih mir, ich muss wirklich noch viel lernen, bis ich die Menschen und ihre Eigenarten richtig verstehe. Du bist ja tatsächlich ein sprechender Gockel. Das ist ja toll. Ja, dann lasst uns für heute einfach mal zusammenarbeiten und schauen, wie das Geschäft so läuft. Mein Name ist Theodor. Und Falada kennst du ja jetzt auch schon. Freut mich sehr, euch zwei kennenzulernen. Na dann wollen wir mal wieder aufspielen. Ich hoffe, ihr könnt wenigstens schön lustig zu meiner Musik tanzen. Na logo! Leute, Leute, kommt heran und lasst euch diese einmalige, ausgefallene Musikeinlage nicht entgehen! Die Leute kamen wieder zum Leierkasten und mussten erstmal lachen. Wegen Falada. Sie dachten, entweder Theodor oder Jutta würden Bauchrednerei betreiben. Dann fing sie aber an, die Musik und die Tanzeinlage zu bewundern. Und zu bejubeln. Alle Jubeljahre gib, wie du mir zärtlich sagst, my little Casanova, der flirt mit Jane und Pat und Mary in the Zauber. Und auch im Club, da lässt du Jack und Johnny stehen,
dass sie sehen, du gehörst zu mir. Man gratuliert mir und applaudiert mir. Seit jenem Sonntag, da ich mich in dich verliebt. Man gratuliert mir und applaudiert mir, weil's Girls wie dich nur alle Jubeljahre gibt. Ich hatte Angst, du liebst nur meinen tollen Wagen und wollte dir schon das auf Bye-Bye, Darling, sagen. Nun bleibst du ewig für mein Leben unentbehrlich, und das ist ehrlich und keine Schau. Man gratuliert mir und applaudiert mir seit jenem Sonntag, da ich mich in dich verliebt. Man gratuliert mir und applaudiert mir, weil's Girls wie dich nur alle Jubeljahre gibt. Juhu, super, gut gemacht. Mach weiter so, ihr seid klasse. Nach dem schönen Lied gab jeder der Leute ein paar Münzen. Jutold, Falada und Theodor waren begeistert. Grüß Gott und vielen Dank für die gnädige Gabe. Oh, was für ein schöner Bauchredner-Trick. Der Gockel ist wirklich gut dressiert. Bitte noch ein Lied als Zugabe. Na gut, dann geben wir noch eine Zugabe. Hier in Otterstein ist immer am meisten los. Der Gockel ist bestimmt hier hingelaufen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich will diesen sprechenden Gockel endlich essen und nicht noch länger suchen. Wir suchen schon seit gestern wie verrückt. Und so klein ist er ja auch nicht. Ganz im Gegenteil. Wir müssten ihn also quasi schnell sehen können, wenn er hier irgendwo ist. Philipp, hörst du das auch? Diese Musik? Das sind bestimmt Leute, die wir vielleicht fragen könnten, ob sie einen großen Gockel gesehen haben. Juju, eine gute Idee. Die hätte ja glatt von mir sein können. Helga, schau mal da drüben neben dem Leierkasten. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr länger suchen. Da ist er ja. Und während Falada so tanzend durch die Menschenmenge sah, erblickte er auch Philipp und Helga. Erschrocken hörte er auf zu tanzen. Oh weh, nein, sie haben mich gefunden. Ich muss von hier verschwinden. So ein Mist, er will schon wieder türmen. Los, schnell hinterher. Ich hab schließlich Hunger. Das hat Falada also so erschreckt. Das waren bestimmt der Hofherr und die Köchin. Da muss ich hinterher und Falada helfen. Uthold, wir können, wie du siehst, leider nicht länger bleiben. Also, alles Gute und tschüss. Falada eilte so schnell er konnte aus Otterstein raus, direkt in den großen, verwinkelten Otterwald. Dort hoffte er, wenigstens fürs Erste ein sicheres Versteck zu finden. Als er laute, schnelle Schritte hinter sich hörte, versteckte er sich. Und jetzt? Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht mehr. So ein dreckeliges Dreckvieh. Ich dachte, du hättest ihm, als er noch auf dem Hof war, die Flügel gestutzt. Das habe ich gemacht, obwohl es eigentlich nicht meine, sondern deine Aufgabe war.
Flügelstutzen ist Männersache, sagst du doch immer. Ja, schon gut. Kein Grund, gleich rumzuzicken. Aber Fakt ist, dass wir ihn verloren haben. Ich will ihn aber um alles in der Welt essen. Falada hatte alles mitbekommen. Um den beiden nicht in die Fänge zu geraten, lief er flugs in eine ganz andere Richtung des Waldes und war nach wenigen Metern schon hinter den ersten Bäumen verschwunden. Mein armer Freund Falada, hoffentlich finde ich ihn noch vor den anderen beiden. Weit kann er ja nicht sein. Da hat man es mal wieder gesehen. Kollegen, die kommen, Kollegen, die gehen. Aber ich liebe es, wenn der Rubel rollt. Drum spiel ich nochmal für euch auf, wenn ihr wollt. Es kommt der Tag, da zieht man in die Fremde. Und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich Sehnsucht nach der Ferne. Aber dann in weiter Ferne, hab ich Sehnsucht nach zu Haus. Und ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder gegen eine Einfahrt aus. Lange kann ich aber nicht mehr laufen. Ich bin erschöpft, müde und Hunger habe ich auch. Und dunkel wird es ja auch bald. Aber Nanu, was ist das da drüben? Ist das nicht ein kleines Haus? Ja, was für ein Glück. Hoffentlich wohnen hier nette Leute. Aber überall ist es besser als in den Fängen von Philipp und Helga.
David, jetzt gibt es lecker Fresschen. Oh, Besuch. Hallo Falada, wie schön, dich wiederzusehen. Hallo Griselda, vielen Dank. Es ist auch schön, dich wiederzusehen. Ich habe oft an dich denken müssen. Was für ein angenehmer Zufall. Du hast das Zeichen also erkannt. Das freut mich. Sag mal, hast du meine Fledermaus David gesehen? Na, ist ja auch egal. Dann kriegt er später was zu fressen. Komm erst mal zu mir rein. Langsam und vorsichtig betrat Falada Griseldas Haus. Er ging so vorsichtig in das Haus, wie als ob er über rohe Eier laufen würde, es aber nicht zerstören wollte. So vieles, was neu und ungewohnt für ihn war. Mein Lieber, setz dich doch bitte auf das Sofa, mach es dir bequem und dann erzählst du mir, was dich getrieben hat, hier hinzukommen. Griselda, ich weiß nun, was mit den anderen Hühnern passiert ist. Die Köchin wollte mich, meinem Herrn, zum Mittagessen zubereiten. Es ist so entsetzlich, sie hat mitbekommen, dass ich sprechen kann, fing mich ein und wollte mich zum Schlachtblock bringen. Nur dank meiner Mutter, die mir half, konnte ich fortlaufen. Leider wurde meine Mutter von der Köchin verletzt. Ich weiß nicht, wie es meiner Mutter nun geht, und ich mache mir große Sorgen um sie. Du Ärmster, das tut mir richtig leid für dich. Aber wenn du magst, können wir schauen, wie es deiner Mutter geht. Ich bin ja nicht grundlos eine Hexe. Siehst du da die Kugel? Das ist keine gewöhnliche, sondern eine kristallene Hexenkugel, in der ich alles sehen kann, was ich will. Das werden wir jetzt mal machen und dann sehen wir weiter. Einverstanden? Einverstanden. Na wunderbar, da hast du es gesehen. Es geht deiner Mutter gut, deinem Vater und deinen Geschwistern auch. Na wenigstens etwas. Da bin ich jetzt aber beruhigt. Danke. Du aber mal was anderes. Vorhin habe ich ein Tier gesehen, das ich gar nicht kannte. Es war groß, breit, tapsig und hatte braune Haare. Das war ein Bär. Solche Tiere trifft man hier gelegentlich im Wald. Aber Bären haben keine Haare. Bei ihnen nennt man das auch nicht Federn, sondern Fell. Du, aber kannst du mir auch noch ein wenig mehr über meine Gabe erzählen? Schon sehr früh habe ich mich gefragt, wieso ich sprechen kann. In der Nacht, in der du geboren wurdest, ist etwas sehr Außergewöhnliches passiert, was nur alle 500 Jahre auftritt. Die Nacht hätte besser nicht sein können, warme Luft und dazu noch ein großer, heller, blauer Vollmond. In dieser Nacht fiel ganz feiner, leuchtender Mondstaub vom Himmel. Dieser besaß magische Kraft. Und genau diese Kraft ist auf dich übergegangen, als der Mondstaub dein Ei berührte, aus dem du geschlüpft bist. Leider habe ich so ein magisches Naturschauspiel bis jetzt nie gesehen. Ich dachte immer, es sei lediglich eine Legende, bis ich dich traf. Falada, du bist nicht nur größer als andere Hühner, du kannst sprechen und bist auch intelligent. Nutz diese Gaben gut und weise, dann wirst du es noch zu etwas Großem im Leben bringen. Ich will nichts Großes im Leben vollbringen. Ich will nur ein ruhiges, friedliches, glückliches Leben haben. Oh, auch noch bescheiden. Auch das ist eine Gabe, die nicht jeder hat. Mein Wunsch nach einem ruhigen Leben wird eh nie in Erfüllung gehen. Ich bin ein sprechender, übergroßer Gockel. Leider. Ich will nicht undankbar klingen, aber bei meinen Gaben wäre ich viel lieber ein Mensch. Ja, wenn ich ein richtiger Menschenjunge wäre, dann wäre alles gut. Willst du das wirklich? Moment mal. Vielleicht kommt mir da eine Idee. Ja, in einem meiner vielen Hexenbücher steht über so etwas geschrieben.
aber das ist leider nicht so einfach, aus dir einen Jungen zu machen. Du müsstest 3 Aufgaben erfüllen, wenn ich mich recht erinnere. Was? 3 Aufgaben? Mehr nicht? Und dann kann ich ein richtiger Menschenjunge werden? Theoretisch ja, aber gib Acht. Diese Aufgaben haben es in sich. Nicht jeder würde diese schaffen. Und wie lauten diese Aufgaben? Lass mich mal kurz überlegen. Also, die erste Prüfung wird von dir gleich 2 Charakterzüge abverlangen. Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit. Aha, nun gut. Wo ist die Aufgabe zu finden? Das weiß ich nicht. Vielleicht solltest du einen Spaziergang durch den Wald machen. Ein wenig hell ist es ja noch. Vielleicht kommst du dann dahinter und erkennst deine Aufgabe. Wenn du sie bestanden hast, komm einfach wieder zu mir zurück und dann sehen wir weiter. Ich werde dich während deines Spaziergangs über die Hexenkugel im Auge behalten, Falada. Also gut, dann bis später. Na hoffentlich laufe ich nicht Philipp und Helga in die Hände. Schließlich weiß ich nicht, ob die beiden hier noch irgendwo sind. Oh nein, wie konnte das bloß passieren? Was sollte ich jetzt bloß machen? Mein Bein schmerzt so sehr. Hallo, meine kleine pelzige Freundin, kann ich dir helfen? Oh, hallo! Ja, das wäre wirklich sehr nett von dir. Alleine und verletzt schaffe ich es mit dem ganzen Futter nicht nach Hause. Was ist denn genau passiert? Ich komme direkt vom Futter sammeln. Ich war stolz darauf, so viel Futter für meine Familie und mich gefunden zu haben. Doch vor lauter Freude ist mir nicht aufgefallen, dass meine Schubkarre durch das viele Futter überladen war. Unterwegs ist mir dann dadurch das Rad gebrochen. Dabei habe ich mir dann aus Versehen mein Bein gegen die Karre gerammt. Es war ein großer Schmerz. Mein Bein pocht immer noch. Meine Schubkarre ist nun hin. Wie soll ich jetzt bloß nach Hause kommen? Ich könnte den Schubkarren zu dir nach Hause ziehen. Das Rad ist zwar kaputt, aber ich bin ja auch stärker als du und könnte das hinbekommen. Und womit willst du den Schubkarren ziehen? Ich versuche, die Karrengriffe zwischen meinen Falten zu stecken und dann vorsichtig zu laufen. Könnte etwas schwierig werden, aber funktionieren. Tolle Idee, man merkt schnell. Du bist einfallsreich und ich komme dann langsam hinterher gelaufen. Ah, ich bin nur ganz leicht mit meinem Füßchen aufgetreten. Da schmerzt mein Bein schon wieder unerträglich. Lass das mit dem Laufen lieber. Außerdem kenne ich doch gar nicht den Weg zu dir nach Hause. Und da du scheinbar so große Probleme mit deinen Beinen hast, werde ich dich noch zusätzlich auf meinem Rücken tragen. Jetzt wirklich? Das würdest du für mich machen? Na Logo, sonst hätte ich es dir nicht angeboten. Also steig auf, meine Liebe. Na gut, etwas ungewohnt. Ich bin noch nie auf einem Gockel geritten. Glaube ich dir. So, jetzt sag, wie ich laufen muss. Erst einmal müssen wir da drüben nach links, dann nach 5 Bäumen nach rechts, dann 10 Bäume geradeaus, an dem Strauch links und an dem Baum, wo die seltsamen Waldorchideen wachsen, ohne ich. Dann mal los. So lange wird die Strecke ja nicht sein. Falada folgte den Anweisungen des Eichhörnchens. Am besagten Baum angekommen, stellte Falada den Karren vorsichtig ab, um ihn nicht noch weiter zu beschädigen. Danach kletterte das Eichhörnchen vorsichtig von seinem Rücken runter. Schaffst du das jetzt alleine? Oder kann ich dir noch irgendwie helfen? Du hast schon genug geholfen. Danke, lieber Gucke. Falada heiße ich. Und wie heißt du? Ich heiße Stella. Ich danke dir sehr, Falada. Und wenn ich mal etwas für dich tun kann, weißt du ja jetzt, wo ich zu finden bin. Alles klar, Stella. Also dann, tschüss. Tschüss, Falada. Mein Glückwunsch, Falada.
Die erste Prüfung ist damit bestanden. Du kannst stolz auf dich sein und zurück zu meinem Hexenhaus kommen. Wie? Das war es schon? Klasse. Das ist ja mal echt tutti. Wenn die anderen beiden Aufgaben genauso einfach sind, werde ich schneller ein Menschenjunge sein, als ich gucken kann. Obwohl, wer weiß, vielleicht werden die anderen Aufgaben schwierig. Obwohl ich die erste Aufgabe bestanden habe, darf ich die anderen Aufgaben nicht so leichtfüßig beurteilen. Na dann, mal wieder zurück zu Griselda. So ist es gut. Wenn er so weitermacht, kann ich bald sehr stolz auf Falada sein und ihm seinen Wunsch erfüllen. Komisch, da drüben ist ja schon wieder das Hexenhaus. Das ging jetzt aber schnell. Wieso geht der Rückweg immer schneller als der Hinweg? Naja, egal. Hauptsache, ich bin gleich wieder zurück. Ach, da bist du ja schon wieder, Falada. Komm rein und stärk dich erst einmal. Ich habe dir einen Eimer mit frischem Hirsebrei hingestellt. Der wird dir bestimmt schmecken. Oh ja, klingt klasse. Vielen Dank. Ich habe in der Tat etwas Hunger. Während du jetzt frisst, werde ich dir von der zweiten Aufgabe berichten. Diese wird nämlich hart. Und das sage ich nicht einfach so. Es geht dabei um Schwächenüberwältigung. Es wird von dir abverlangt, zu dem Ort zurückzukehren, der dir am meisten Angst macht. Dort musst du zwei persönliche Gegenstände des Ortes oder der Person als Beweis mitbringen. Und nicht nur als Beweis, sondern auch für den Trank. Denn wie du weißt, ist ja in jedem Gegenstand etwas Energie. Diese Energie ist sehr wichtig. Was? Wohin soll ich? Damit ist doch der Hof gemeint, von dem ich komme. Das soll doch wohl hoffentlich ein Scherz sein, oder? Sag bitte, dass das nicht wahr ist. Da kriege ich es ja jetzt richtig mit der Angst zu tun. Was mache ich denn bloß, wenn Helga und Philipp auch wieder zurück auf dem Hof sind und mich dann fangen? Ich kann nicht gut verstehen. Mir würde es nicht anders gehen. Aber es geht nicht anders. Du musst bei dieser Aufgabe über deinen eigenen Schatten springen. Also gut, es hilft ja nichts. Dann mache ich es. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Mach das. Viel Erfolg. Falada gelang es, nach einigen Minuten den Wald wieder zu verlassen und lief Richtung Hof. Unterwegs kam er immer an auffälligen Sachen vorbei, an die er sich wieder erinnern konnte und so wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Einige Zeit später war er auf seinen alten Hof angekommen. Er kam am Hühnerstall vorbei und dachte zurück an seine Familie. Gern wäre er hereingegangen, um wenigstens mal kurz Hallo zu sagen, aber dafür hatte er nicht die Zeit. Leider. So, jetzt erstmal leise sein und hören, ob das Radio an ist. Ich höre nichts. Das Radio ist aus. Also ist keiner da. Das ist ja schon mal gut. Dann gehe ich mal in die Küche und schaue mich um. So, was könnte man denn hier gebrauchen? Oh je, was ist das denn? Ich höre Schritte. So ein Mist. Ich muss mich unbedingt verstecken.
Philipp kann manchmal ein richtiger Sklaventreiber sein. Wir waren so lange unterwegs und haben ohne Erfolg diesen sprechenden Gockel verfolgt. Und anstatt jetzt wenigstens eine kleine Pause zu machen, soll ich jetzt für Philipp Wein raussuchen. Hier in der Küche scheint keiner mehr zu sein, aber vielleicht habe ich ja im Keller mehr Glück. Eigentlich hätte Philipp sich seinen Wein ja selber raussuchen können. So dick wie der geworden ist, würde ihm das gar nicht schaden. Puh, Glück gehabt. Sie hat mich nicht gesehen. Jetzt mal schnell schauen, was es hier Persönliches gibt, welches mir für den Zaubertrank hilfreich sein könnte. Hey, was ist das denn da auf dem Boden? Das sind ja ein paar Haare von Helga. Hervorragend! Noch persönlicher geht's ja wohl kaum noch. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Aber was höre ich denn jetzt? So ein Mist. Schon wieder Schritte. Helga kommt zurück und ich muss mich mal wieder verstecken. Na super. Der gnädige Herr Philipp hat gegessen und ist satt. Und ich muss mit knurrendem Magen noch aufräumen und sauber machen. Helga! Herr im Himmel, was will er denn jetzt schon wieder? Schon wieder Glück gehabt. Die Serviette hat Philipp benutzt. Perfekt. Dann wäre das der zweite persönliche Gegenstand. Und schwer ist die Serviette auch nicht. Falada wickelte die losen Haare in die Serviette ein und machte, dass er wegkam. Wieder hatte Falada Glück gehabt. Er war gerade aus der Küche raus, da kam Helga zurück in die Küche. So, jetzt geht es ans Spülen. Nanu, wo ist denn auf einmal die Serviette? Da war doch eine Serviette, oder nicht? Doch, Philipp benutzt doch immer eine Serviette nach dem Essen. Dann wäre doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich bin doch nicht bekloppt. Wo ist denn das blöde Ding? Hier spukt es doch nicht. Wir sind hier schließlich nicht auf Burg Otterstein. Da muss ich mal nach der Serviette suchen, ob ich vielleicht kurz davor bin, meinen Verstand zu verlieren. Na, ich hoffe nicht. In der Zwischenzeit war Falada wieder fast vom Hof verschwunden. Er wollte seine Familie nicht schon wieder zurücklassen. Doch wusste er auch, dass es nicht anders ging. So machte er sich also wieder auf, zurück zu Griselda. Oh, hallo Falada. Das ging ja zügig. Hast wohl eine Abkürzung gefunden, was? Ich nehme dir die Sachen mal ab und pack sie an die Seite. Mit dem Brauen des Zaubertrankes habe ich schon angefangen. Jedoch dauert es noch eine kleine Weile, bis dieser fertig ist. Die persönlichen Sachen, die du mir mitgebracht hast, gebe ich dem Trank gleich als Zutaten mit bei. Aber erzähl, wie geht es dir? Es geht. Beinahe hätte mich die Köchin Helga erwischt. Zweimal. Aber es ist alles gut gegangen. Aber etwas anderes war schlimm, oder? Ja, meine Familie war mir so nah. Ich wäre so gerne zu ihnen gegangen, aber dafür fehlt dir die Zeit. Mein Herz weint vor Trauer. Das kann ich gut verstehen. Sowas schmerzt. Deine Familie wird keiner ersetzen können, aber dafür hast du neue Freunde bekommen. Den Vagabund und mich. Und Freunde sind schließlich auch wichtig. Doch nun wollen wir uns wieder dem Trank widmen, ja? Was hast du mir denn da mitgebracht? Haare von Helga und eine Serviette von Philipp. Die Haare machen Sinn, wirklich sehr persönlich. Aber das mit Philipps Serviette verstehe ich nicht ganz, Falada. Damit hat Philipp sich den Mund abgewischt. Ja, dann passt das natürlich auch. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Damit hast du auch die zweite Aufgabe erfolgreich bestanden. Die Zutaten kommen jetzt hier drüben in den großen Topf. Nun kommen wir zu deiner dritten und letzten Prüfung. Es geht dabei um ein Kraut, ein ganz besonderes Kraut, das Sternenkraut. Dieses musst du mir bringen. Das hört sich vielleicht einfach an, doch erfordert diese Aufgabe Mut und Willensstärke von dir. Das Sternenkraut ist das Sternstück des Zaubertranks. Wenn du es gepflückt und mir gebracht hast, dann wird es nicht mehr lange dauern und Helga und Philipp können dir nichts mehr anhaben. Gerne hätte ich es selbst für dich gepflückt, weil ich dich so gerne habe. Aber im rohen Zustand ist das Kraut für Hexen und Menschen tödlich. Eine einfache Berührung genügt und das Gift tritt sofort aus. Da du aber ein Gockel bist, ist das Sternkraut für dich ungefährlich.
Du wirst es an dessen auffallend lilanen Färbung erkennen. Also gut. Schade, dass ich dann schon wieder allein los muss. Nicht ganz. Es gibt da ja einen Menschen, den du magst und der dich mag. Er ist ein guter Mensch. Theodor, der Vagabund. Er sucht immer noch nach dir. Und später im Wald werdet ihr euch wiederfinden. Dann wird er dich auch bei deiner dritten Aufgabe unterstützen. Und das, obwohl auch er das Sternkraut nicht berühren darf. Halte dich immer nach Norden und komme nicht vom Weg ab. Kleine Abzweigungen sind erlaubt, aber mehr auch nicht. Und dann wirst du den Vagabund und das Sternkraut finden. Alles klar. Soweit habe ich es verstanden. Dann bis später. Falada lief stets nach Norden, bis er an eine Waldlichtung kam und plötzlich ein Geräusch vernahm. Er drehte sich um und sah jemanden auf sich zukommen. Sira! Falada, endlich habe ich dich gefunden. Du warst beim Leierkastenmann plötzlich so schnell vor Angst davongerannt, dass ich dich gar nicht mehr einholen konnte. Aber wie ich sehe, diese Helga und dieser Philipp auch nicht. Es ist so schön, dass ich dich endlich gefunden habe, mein Freund. Darüber freue ich mich auch. Du, aber Theodor, es gibt die Möglichkeit, mich in einen Menschenjungen zu verwandeln. Doch dafür brauche ich das sogenannte Sternkraut. Kennst du das Kraut zufällig? Nun, ich kenne so manche Kräuter, aber von diesem Sternenkraut habe ich noch nie gehört. Und wer hat dir denn gesagt, dass man dich in einen Menschenjungen verwandeln kann? Hexe Griselda erzählte mir, dass es geht. Theodor, sag, würdest du mir bei der Suche helfen? Sie sagte, ich soll immer Richtung Norden gehen. Dann würde ich dich und das lilane Kraut schon finden. Und dich habe ich ja jetzt schon mal gefunden. Hexen? Ich glaube nicht an Hexen. Aber bei der Suche helfe ich dir gerne. Na dann komm, vielleicht finden wir ja tatsächlich dieses Sternkraut. Und so gingen die beiden tiefer und tiefer in den Wald hinein und hielten sich die ganze Zeit nach Norden. Die Suche dauerte einige Tage. Nur wenige Stunden Pause gönnten sich die zwei Freunde währenddessen und drehten fast wortwörtlich jeden Stein einzeln um, stets auf der Suche nach dem Sternkraut. In den Morgenstunden des vierten Tages traute Falada dann kaum seinen Augen. Theodor, ich habe es gefunden, das Sternkraut. Natürlich, wächst bei mir auf dem Rücken. Na, wer sagt's denn? Da ist es ja. Das freut mich so. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Nur, warum das Kraut Sternkraut heißt, verstehe ich nicht. Das sieht nicht einmal mit sehr viel Fantasie wie ein Stern aus. Aber egal. Hauptsache, wir haben es gefunden. Falada zog das Kraut mit seinem Schnabel aus dem Boden. Und zusammen mit Theodor ging er wieder in Richtung Hexenhaus. Doch der Rückmarsch war nicht nur lang, sondern auch beschwerlich. Theodor taten die Füße weh vom vielen Laufen. Und je länger Falada das Sternkraut im Schnabel trug, umso stärker wurde ein Krampf in seinem Schnabel. Glücklicherweise dauerte der Rückmarsch nicht so lange wie die Suche.
Als die beiden Freunde endlich das Hexenhaus erreicht hatten, atmeten sie erleichtert auf. Griselda erwartete die beiden schon. Na, da seid ihr ja. Ihr seht aber erschöpft aus. Na dann kommt bitte rein und ruht euch ein wenig aus. Aber bevor wir uns setzen, sei so gut und werf das Kraut in den Topf, Falada. Dann ist die letzte Zutat auch endlich drin und der Trank kann ziehen und seine magische Kraft in Ruhe entfalten. Alles gut bei dir, Theodor? Du guckst so komisch. Ja, alles gut. Es ist nur alles so ungewohnt. Ich möchte dich nicht beleidigen, aber es fällt mir schwer, an Hexen zu glauben. Ach so, alles gut. Ich verstehe dich. Du bist nicht der Erste, der anfangs nicht ganz fassen konnte, dass ich eine Hexe bin. Aber spätestens bei Faladas Verwandlung wirst du es ja sehen. Keine Sorge, ich bin nämlich keine böse, sondern eine gute Hexe. Aber jetzt wird es langsam Zeit für Falada, den Trank zu schlucken. Dieser müsste jetzt fertig sein. Meinst du wirklich? Vielleicht warten wir einfach noch ein paar Minuten. Hey, Falada, du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Es ist alles gut. Wir sind hier bei dir und werden dich auch nicht alleine lassen. Du willst doch schließlich ein Menschenjunge werden, um endlich in Ruhe und Frieden leben zu können. Ja, du hast recht. Also gut, dann trinke ich mal. Pfui, ist ja wieder köstlich. Wirklich vorzüglich. Wirklich? Also schon allein bei dem Geruch wird mir immer ganz schlecht. Und wie sehe ich aus? Bin ich endlich ein Mensch? Nein, du siehst aus wie vorher. Wirklich? Was ist denn dann schiefgelaufen? Warum hat es denn nicht geklappt? Dann war ja die ganze Arbeit für umsonst. Geduld ist nicht gerade deine Stärke, oder Falada? So ein mächtiger Zauber braucht seine Zeit, bis er seine Wirkung entfaltet. Na bitte, da geht's schon los. Also jetzt glaube ich an Hexen. Das ist ja unglaublich. Auf erstmal einen Schnaps. Nun ist die Welt um einen sprechenden Gockel ärmer geworden. Aber was soll's. Hauptsache, du bist jetzt glücklich, Falada. Bin ich jetzt wirklich ein richtiger Menschenjunge? Ja, bist du. Keine Federn, kein Schnabel, keinen Hahnkamm. Der Zauber hat tatsächlich gewirkt. Wie schön. Das ist wunderbar. Hey, was ist denn mit meiner Stimme los? Die hört sich ja jetzt auch richtig menschlich an. Das ist ja klasse. Danke, Griselda. Gern geschehen, Falada. Du bist ja schließlich mein Freund. Und wie geht es jetzt weiter? Nun, wir ziehen zusammen durch die Lande und erleben Abenteuer, wenn du magst. Oder ihr beide werdet sesshaft auf eurem eigenen kleinen Hof. Am östlichen Ende des Waldes befindet sich etwas versteckt. Eine alte Farm. Die hat mal meinem Bruder gehört. Aber nun steht sie schon seit vielen Jahren leer. Oh ja, gerne. Dann wohnen wir ja auch in deiner Nähe. Aber sag mal, was ist eigentlich aus deinem Bruder geworden? Nun, das Leben als Magier war ihm viel zu turbulent. Deshalb hat sich mein Bruder David in eine weiße Fledermaus verwandelt und lebt seitdem bei mir. Ach, die weiße Fledermaus ist dein Bruder. Das wusste ich ja noch gar nicht. Wir Hexen stecken halt voller Überraschungen. Das kann man wohl laut sagen.
Na dann würde ich sagen, ziehen wir auf die Farm und bauen dort Obst, Getreide und Gemüse an. Und von unserer Ernte kriegst du dann auch immer was ab, Griselda. Abgemacht. Eine kleine Überraschung habe ich aber noch für euch. Vielmehr für dich, Falada. Weil dir deine Familie so am Herzen liegt, werde ich sie gleich alle zur Farm hexen. Dort können sie dann zusammen mit euch in Frieden leben und werden nicht von Helga und Philipp geschlachtet und verspeist. Oh ja, wie wunderbar. Nochmals vielen Dank. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Helga, ich hab wieder Hunger. Sei so gut und schlachte mir eines der Hühner, ja? Sehr wohl, Philipp. Ah, Philipp! Ja, verdammt nochmal, was ist denn jetzt los? Philipp, ich war kurz vor dem Hühnerstall, als es plötzlich darin ein helles Licht und viel Nebel gab. Ja, und jetzt? Jetzt sind alle Hühner weg. Ey, das glaube ich jetzt nicht, wa? Erst ein sprechender Gockel und jetzt sind die anderen Hühner auch weg. Das ist ja hier wie verhext. Hahaha, das Gesicht von Helga und Philipp hätte ich zu gern gesehen. Hättest du das mal eher gesagt. Wofür habe ich denn die Hexenkugel? Aber jetzt ist es zu spät. Egal, ich kann es mir ja denken. Na, dann macht euch zweimal auf. Auf euch wartet jetzt ein neues, friedliches Leben. Und wenn mal irgendwas ist, wisst ihr ja, wo ich wohne. Und so machten sich Falada und Theodor auf zur Farm und genossen die letzten Sonnenstrahlen des Tages, zusammen mit den Hühnern. Das ein oder andere Abenteuer wartete noch auf die beiden Freunde. Doch das ist eine andere Geschichte.